Willkommen zu Markets on Air. Vernetzte Welt, Maschinen übernehmen das Kommando. Auf der Hannover Messe funktioniert das schon ganz gut. Die digitale Kommunikation zwischen den Dingen. Das intelligente Werkstück weiß, was es einmal werden soll und informiert die Maschinen. Das nennt man dann Industrie 4.0. Ein Hersteller meint, eigentlich gibt es das Ganze doch so ähnlich schon seit vielen tausend Jahren. Industrie 4.0 ist ähnlich wie ein Ameisenhaufen. Mehrere arbeiten zusammen, um ein großes Werk hinzubekommen, vernetzt miteinander. Industrie 4.0, ein Milliardengeschäft, so die Erwartung des Maschinenbauverbandes. Viele deutsche Firmen sind bereits führend in der Produktion dieser maschinellen Alleskönner. Die Chancen sind riesig. Man sieht es auch, wenn man hier über die Messe geht. Industrie 4.0 ist das Leitthema schlechthin. Und hier haben wir in Deutschland beste Voraussetzungen. Know-how und eine große Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Die deutschen Hersteller, so Branchenvertreter, seien im weltweiten Rennen um die besten Lösungen auf gutem Wege. Partnerland der Messe in diesem Jahr: Indien. Bundeskanzlerin Merkel und der indische Premierminister Modi werben gemeinsam für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Ich glaube, der Handel zwischen Deutschland und Indien kann noch verbessert werden, obwohl Deutschland schon der größte europäische Handelspartner Indiens ist. Gerade beim Thema Industrie 4.0 will sich Indien noch einiges abschauen. Denn um als Industrienation zu wachsen, braucht das Land nicht nur Kapital, sondern auch das Know-how aus dem Ausland. Rund 40 Milliarden Euro wollen deutsche Unternehmen in den kommenden 5 Jahren in den Ausbau der vernetzten Produktion stecken. Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers entspricht das knapp der Hälfte der insgesamt geplanten Investitionen. Dabei setzen vor allem der Maschinen- und Anlagenbau und die Informations- und Kommunikationstechnikindustrie auf die Digitalisierung ihrer Produktion. Mit den Zielen mehr Effizienz und weniger Kosten. Gefragter Standort. Star-Investor Warren Buffett kauft in Deutschland ein. Den Anfang macht der US-Großinvestor bei einem der größten Motorradausrüster Europas, dem Familienunternehmen Louis. 1600 Mitarbeiter, über 70 Filialen. Und online verkaufen sie europaweit. Doch dem Betrieb fehlte ein Nachfolger. Also Verkauf, eingefädelt durch eine Unternehmensberaterin. Als das im Unternehmen bekannt wurde, gab es keine Vorbehalte. Ich glaube, weil man weiß und das auch entsprechend formuliert worden ist, dass es keine Veränderungen im Unternehmen geben wird. Inzwischen hat Warren Buffett angekündigt, das soll erst der Anfang sein. Solide Bilanzen, Know-how und eine weltweite Nachfrage nach Made in Germany. Vor allem deutsche Mittelständler wecken immer mehr das Interesse ausländischer Investoren. Allen voran die Amerikaner mit 124 Transaktionen im vergangenen Jahr. Gefolgt von britischen Investoren mit knapp 100 Deals. Zugenommen haben auch Übernahmen und Fusionen durch Firmen europäischer Nachbarländer. Insgesamt gaben ausländische Investoren im vergangenen Jahr 45 Milliarden Euro für Beteiligungen an deutschen Unternehmen aus. Und das könnte künftig deutlich mehr werden. Erst recht, wenn der Euro und die Zinsen so niedrig bleiben. Optimismus in Deutschland. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre bisherigen Prognosen überraschend deutlich nach oben korrigiert. Statt mit rund 1% Wachstum rechnen sie jetzt für dieses Jahr mit über 2%. Die guten Aussichten haben nach Ansicht der Forscher 3 Gründe. Der niedrige Ölpreis, der niedrige Euro und die Kauflaune der Verbraucher. Große Show für großen Markt. 2000 Aussteller aus 18 Ländern, ein Rekord für die Automesse in Shanghai. Daimler, BMW, Volkswagen, auch die großen Autobauer aus Deutschland präsentieren ihre neuesten Modelle. Die Branche erwartet trotz Abkühlung des weltgrößten Automarktes in China noch großes Potenzial. Vor allem im Premium-Bereich rechnen die Hersteller weiterhin mit Wachstumsraten bis zu 10%. Indonesien auf dem Weg zum Topmarkt. Die neue U-Bahn soll Entlastung bringen für die Bewohner der 30 Millionen Metropole Jakarta. Die Infrastruktur kann bisher nicht mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes mithalten. Noch immer leben viele Menschen in Armut, aber die Mittelschicht wächst und die Aussichten sind gut.
Da sind sich die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums auf ihrem Regionaltreffen Südostasien in Jakarta einig. In den letzten 5 oder gar 10 Jahren ist Südostasien am schnellsten gewachsen, zusammen mit China und Indien. Die Aussichten für die nächsten 5, 10 oder 15 Jahre sind auch sehr gut. Das heißt, wenn Sie weltweit einen Wachstumsmarkt suchen, dann müssen Sie hier sein. Entsprechend selbstbewusst der indonesische Präsident. Joko Widodo empfängt die über 700 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik. Seit 6 Monaten ist er im Amt. Nun will er Indonesien für Investoren öffnen. I stand here today to invite you. Ich möchte Sie einladen, mich und mein Volk zu begleiten. Zu einer unglaublichen Reise, einem unglaublichen Abenteuer. Und dabei können Sie unglaubliche Profite machen. Doch das ist kein Selbstläufer. Indonesien, so der Präsident, müsse sich verändern, mehr selber produzieren und die Infrastruktur verbessern. Der Auftakt ist gemacht. Und das war Markets on Air.